Ihr dachtet wohl, der letzte Part wäre wirklich das Ende von diesem Projekt, nicht wahr? Ihr dachtet wohl, ich halte das Bonuskapitel geheim. Tja, da habt ihr falsch gedacht. Ach egal. Begrüßung, liebe Leute. Willkommen zurück zu Enigmatis, die Seelen von Maple Creek. Wir schauen uns jetzt mal die Geister der Vergangenheit an. Maple Creek, 11. Juli 1980. 3 days in this eerie town. Countless interviews. And I haven't elicited one word about Emily from the preacher's mindless flock. What's your story, preacher man? Why can't I get a reading on you? Emily, we were supposed to meet here on our date, and now you're lost, and I'm helplessly searching for you. There's something off, something I'm missing, but what? Finde Emily. Löst sie das Auto. Ermittlung. Es sollte ein Wochenendausflug werden. Meine Verlobte Emily kam einen Tag zu früh und verschwand bei einem Spaziergang. Was für eine Ironie des Schicksals. Die eigene Verlobte als Fahndungsobjekt. Hat sie mir Hinweise hinterlassen? Der kleinste Hinweis nur. Vor 4 Tagen kam ich in dieser Geisterstadt an und habe keinen Schimmer, wie ich nun fortfahren soll. Die Leute sind mir entgegenkommt. Ihnen scheinen jegliches Engagement und die einfachsten Emotionen zu fehlen. Ach, die sind nicht sehr entgegenkommend. Dann ist da dieser Prediger, dem sie huldigen, ihr Anführer, ihr Guru. Er ist intelligent, doch irgendwas stimmt mit ihm nicht. Wenn ich nur wüsste, was. Zu allem Unglück habe ich mir irgendwie einen Platten geholt. Muss ich ihn reparieren, stecke ich hier fest. Huch. Nö, hier will ich nicht hin. Hier war doch irgendwo. Ich habe bereits alle hier befragt und ihre Häuser besucht. Ah, okay. In der Kirche war ich schon 10-mal. Von dem Turm gibt es sonst nichts zu sehen. Ich bin seit Tagen auf dem Ausflug. Ich suche auf den Rucksack. Ist besser noch etwas Baren. Pumpen kann man sich nicht pumpen. Hä? Ah, okay, also das ist jetzt... Oh, Moment, Anleitung. Verschiebe Gegenstände, um Banknoten und Münzen zu finden. Etwas Geld könnte in den Fächern versteckt sein. Also die können wir mal wegschmeißen oder so. Ja, ich sehe doch das Geld hier und da. Und wie viel Geld soll ich finden? Wer legt sein Geld überhaupt auf den Rücksitz? Der Apfel sieht aber noch schön aus. Ja, da haben wir noch mehr Geld. Da. Du hast was gefunden, $18. Okay. Schon wieder ein Plattfuß. Hoffentlich kann ich an der Tankstelle eine Pumpe kaufen. Maple Creek, dieser Ort wird mich noch Jahre verfolgen. Doch wenn du wüsstest,
Huch. Ah, hallo. So, you are leaving, Master Detective. Jo. Verschlossen, der Tankwart muss den Schlüssel haben. I'm busy, can't you see? Yes, yes, a tire pump. $17 will be fine. I'm busy. Take the key and get the pump yourself. Okay, mach ich. Ich hab's doch gerade aufgeschlossen. Autowerkzeug. Da. Was? Hä? Eiscreme, Milch, kleiner Kaffee, Orangensaft, Tee. Das sieht mir nach einem Minispiel aus, was wir vielleicht noch irgendwie aktivieren müssen. Vielleicht in den Vendor-Lot dort reinpacken. Aber wir wissen ja noch gar nicht, was für Cold Drinks wir haben wollen. Wir haben ja noch einen Dollar. Naja, wir gucken uns mal das Wendor-Bild hier an. Nummernschild. Da. T. Das ist ein Tee. Ach, wahrscheinlich so ein ganz abwesendes Tee wie das hier. Druckmesser. Was ist ein Druckmesser? Wenn ich ein Druckmesser wäre, was wäre ich dann? Nein. Was ist ein Druckmesser? Das sagt mir gerade gar nicht. Ach, ein Druckmesser. Ah, ich habe das in Druck und Messer gelesen. Nicht in Druckmesser. Ah. Ein Druckmesser. Ah. Ich weiß trotzdem nicht, wie die Dinger aussehen. Ein Feuerlöscher. Okay, da weiß ich, wie sie aussehen. Das ist auch nicht so schwer. Hier ist ein Ölkännchen. Ich sehe gerade keinen Feuerlöscher. Aber wenigstens ist es hier nicht so ganz voller Ramsch. Hier sieht es wenigstens noch ansatzweise aufgeräumt aus. USA. Okay, was brauchen wir denn außer einen Feuerlöscher und Wagenheber? Den habe ich schon gesehen. Ein Schachbrett habe ich auch schon gesehen. Nein, das ist anscheinend doch kein Schachbrett. Aber dort hinten ist ein Schachbrett. Brecheisen. Oh, Basketball. Ich habe einen Fußball. Einen Golfball. Wir brauchen aber ein Basketball. Da hinten. Was für ein Miniball. Ah, da ist auch noch der Feuerlöscher. Ein Dartpfeil. Ja, ich musste gerade gucken, wie. Ich musste gerade nachdenken, wie diese Dinge überhaupt aussehen. Ein Wischer. Die meinen bestimmt sowas wie ein Scheibenwischer. Was anderes kann ich mir unter Wischer auch nicht vorstellen. Da haben wir da einen. Ein Keder. Ein Auto. Und ich weiß immer noch nicht, was ein Druckmesser ist. Das hier sieht schon nach Druckmesser. Wisst ihr was? Ach ja, ein Druckmesser. Ja, toll. Brecheisen. Impulskäufer. Gut, dass ich fast mein ganzes Geld ausgegeben habe. Autowerkzeug. Das Auto. Das Auto ist repariert, doch weiß ich nicht, wo ich hinfahren soll. Irgendwie. Hier steht zwar Ziele erreicht, aber irgendwie fehlt hier anscheinend ein bisschen was. Also hier haben wir auch keine Karte und keine Auswahlmöglichkeiten zu Aufgaben oder so. Seltsam. I'm busy. Jetzt nicht.
Keine gute Idee, zumindest bis die Maschine angeschaltet ist. Das funktioniert nicht. Das Stromkabel fehlt. Okay. Okay, dann doch kein Softdrink für mich. Wo muss ich denn hin? Maple, der Hinweis. Hinter dem Brett ist was. E-R treffen mich hier. Was hat Emily geschrieben? Ich muss jemanden fragen, wie ich dorthin komme. Gut. Hey, dude. How can I help you, detective? I'm looking for an abandoned cottage near Maple Creek. I know the place. Why don't I draw you a map? But first, can you get me a cup of coffee with milk and sugar from the vending machine, please? Okay. Der Prediger sagte, er erkenne das Gebäude und könnte mir eine Karte zeichnen. Er verlangte nur eine Tasse Kaffee im Gegenzug. Klingt wie ein guter Deal. Ich habe genug Zeit, in diesen alten Automaten wieder in Ordnung zu bringen. Tausche Kaffee gegen Karte. Und jetzt müssen wir wahrscheinlich dieses Ding hier einsammeln. Ha. Zerknülltes Papier. Da. Taschenrechner. Den habe ich doch vorhin gesehen. Da. Taschenlampe habe ich auch gesehen. Lufterfrischer. Diesmal nicht so failen wie letztes Mal. So, Puderdose. Bitte was? Ach so, so ein Ding. Handfeger. Sicher, dass es keine Harke ist? Oder ein Rechen? Ich bin mir immer noch nicht sicher, was eine Harke und was ein Rechen ist. Ey. Nur diese Haken rächen. Handfeger. Brauchen wir übrigens immer noch. Handfeger. Was ist denn das hier eigentlich für eine Autohupe? Brauchen wir eine Hupe? Nö. Wir brauchen aber ein Kabel. Sicher, dass wir ein Kabel brauchen? Wir haben bei uns in der Ausbildung gelernt, dass ein Kabel immer so diese diese Objekte sind, die man nicht fortbewegen kann, während alles, was man so fortbewegen kann, wie so ein Ladekabel eigentlich eine Leitung ist. Na gut, das hat jetzt bestimmt niemanden interessiert. Deshalb frage ich mich gerade, ob die hier wirklich ein Kabel meinen oder ob es einfach bloß eine Leitung ist. Wenn die rein so viel das hier? Ja. Ein Football habe ich auch vorhin gesehen. Da. Ein Pflaster habe ich auch gesehen. Da. Ein Stift und eine Ente. Da ist eine Ente. Finden wir den Stift im Heuhaufen. Das sah schon sehr Stifte aus, aber... Stroh. Was ist das eigentlich für ein seltsames Kabel? Das funktioniert nicht und wird es nicht, wenn ich nichts einwürfe. Na gut, dann wirf halt deinen letzten Euro ein. Der Priester möchte einen Kaffee mit Milch und Zucker. Großer Kaffee, kleiner Kaffee. Milch. Eis. Zucker. Thank you.
Hä? Da tut sich nichts, wenn ich keine Münze einwerfe, ja. Jetzt haben wir aber einen kleinen Kaffee und keinen großen. Hm. Ich glaube, ich habe schon wieder verpennt, die Anleitung vorzulesen. Vermaledeit. Hier ein Kaffee. Thanks for the coffee, Detective. And here's your map. Beware, though. The cottage is more dangerous than quaint these days. Hä? Aha. Haben wir jetzt auch eine Karte? Nö. Hier habe ich die Karte, wie versprochen. Anscheinend ist das alte Landhaus im Wald. Nördlich der Farm. Ich muss die Abzweigung dorthin wohl verpasst haben. Der einzige, der mir verdächtig vorkommt, ist genau der, der mir schließlich verholfen hat. Seltsam. Fahre zum Häuschen. Ja, super Animals. Durchsuche das Landhaus, das alte Landhaus. You are my Landhaus, my only Landhaus. You make me happy when we are Landhaus. You never know Landhaus unless you Landhaus. Etwas hängt vom Fenster. Ich benötige etwas Langes, um ranzukommen. Die Tür ist zugenagelt, nicht dass mich das je aufgehalten hätte. Diese Fenster sind mit einer harten Schmutzschicht überzogen. Der Dachboden und das Obergeschoss müssen komplett verwüstet sein. Nein. Vorhängeschloss, Kopfbedeckung. Also man kann sich viel unter einer Kopfbedeckung vorstellen. Weidenkorb. Hier ist ein Vogelnest. Warum ist hier ein Erhängungsseil? Und wie sieht ein Weidenkorb aus? Das war ein Nest. Was ist das? 30, okay. Jetzt klicke ich schon wieder random Dinge an. Das soll man nicht machen, sonst bekommt man ja die so schlimme Klickbestrafung. Also, eine Schaufel und Ketten. Okay, beides klingt relativ einfach zu finden, wird wahrscheinlich aber mal wieder irgendwo versteckt sein. Ja gut, sonst wäre es kein Wimmelbild. Weil wer hat hier eigentlich eine Sense hingestellt? So, wir suchen sonst noch eine Zange, eine Gabel und eine Harge. Ich hab's doch gesagt, irgendwann werden wir ein Rechen suchen. Oder eine Harge, keine Ahnung. Sense habe ich dort hinten schon gesehen. Schaufel habe ich dort hinten jetzt auch gesehen. Jetzt fehlen uns noch die Kette. Der Weidenkorb. Da ist doch was. Das ist ein Korb. Da. Haha. So, jetzt brauchen wir noch die Kette, Zange, Gabel. Da ist die Zange. So, jetzt brauchen wir noch eine Gabel. Meint ihr eigentlich eine echte Gabel oder eine Heugabel?
Ich glaube kaum, dass hier eine Gabel ist. Deshalb würde ich mal sagen, das hier ist eine Gabel. Gut. Ein Sattel habe ich gerade gesehen. Und Ketten. Da, da. Ich sehe es. Haha. Zange. Toll, darf ich das jetzt bei jedem einzeln machen? Dieses Geräusch. Hört mal ganz genau hin. Alte Zeitung und Das Haus macht mir irgendwie so leicht Angst. Verschlossen. Etwas wurde in das Schlüsselloch gestopft. Moment. Der Prediger war so nett, mich hierher zu führen. Dieser Ort ist so romantisch. Die Geschichte wird zwischen den Spinnenweben und Staub förmlich lebendig. Ich werde diesen Ort in den kommenden Tagen gründlich untersuchen. Millies Handschrift. Sie war hier. Ich brauche Papier zum Entzünden. Papier verbrennt zu schnell. Ich brauche etwas Substanzielleres. Ich kann nichts sehen. Vielleicht sollte ich den Kamin anzünden. Nö. Das obere Stockwerk ist eingestürzt. Merkwürdig, das Besteck ist immer noch hier. Ich frage mich, warum. Wunder, dass der Kronleuchter noch hängt. Wir dürfen wieder Aufgaben machen, wo wir mehrfach klicken müssen. Was sind das? Ach so, ein Schürhaken. Naja. Wie ist in diesem Gruselnhaus, ja, wie es in diesem Gruselnhaus weitergeht, werden wir wohl in der nächsten Folge sehen. Bei Enigmatis, die Seelen von Mäpelkrieg. Ich hatte ohnehin schon so die Vermutung, dass wir jetzt Hamilton spielen, aber schön, dass sich die Vermutung bewahrheitet hat. Ich habe es nur niemals ausgesprochen, wahrscheinlich weil ich keinen Bock hatte oder so. Naja, gute Nacht oder so.